Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Und heute möchte ich mit euch einen Duft zusammen testen. Ich hatte ihn nur einmal ganz kurz mal geschnuppert, denn er ist neu in meiner Sammlung. Ich konnte ihn gegen einen anderen tauschen, der mir nicht ganz so zugesagt hat. Und ja, somit gibt es eigentlich so den ersten Eindruck dieses Parfüms. Für mich ist er neu. Ich habe ihn blind getauscht und habe allerdings schon viel, viel Positives gehört. Und ob das so stimmt, was andere sagen und ob mir dieser Duft gefällt, das möchte ich mit euch zusammen heute herausbekommen. Und zwar geht es um den Duft. Ich muss sagen, ich habe schon öfters oder oft nachgeguckt, ob es den mal zu einem guten Preis gibt, weil mich die, ich hätte jetzt fast gesagt Geschmackssorten, aber die Duftrichtung interessiert, sehr anspricht, und ich mag ja auch so etwas süßlichere Düfte, aber auch etwas herber kann es sein. Und ich denke, mit diesem Duft fahre ich nicht schlecht. Die Rede ist von Bentley for Men Intense. Viele berichten positiv, andere sagen, ja, er ist synthetisch und so weiter hin und her, aber ich lasse mich selbst davon mal überraschen. Wie ist die Verpackung? Sie ist so ins bräunlich gehende, fast nicht Alt-Rosé, aber so fast kupfermäßig mit dem Logo von Bentley. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Packung und der Flakon sieht natürlich auch super aus. Ich mag ja gerne Verpackungen bzw. Flakons. Das gehört einfach für mich zu einem Duft dazu, und warum sollte man sich nicht auch mal kurz Zeit nehmen und den Flakon präsentieren? Wir haben hier ebenfalls so Roségold in drinne, quasi die Flüssigkeit, einen sehr schweren Flakon, was mir immer gut gefällt. Auch hier haben wir wirklich Metall, sowohl im Deckel als auch Sprühkopf, als auch hier oben der Bereich. Ist nochmal versehen mit dem Bentley-Logo, beziehungsweise hier ist der Name nochmal aufgetragen, For Men Intense. Und natürlich haben wir auf dem Deckel ebenfalls nochmal das Logo Bentley eingeprägt. Und wie sollte es auch anders sein, noch einmal am Sprühkopf, vielleicht kann man das hier sehen, steht Bentley Fragrances. Ich muss sagen, schon beim Abnehmen dieser Kappe kommt mir ein Duft entgegen, den ich jetzt schon mag. Allerdings muss ich sagen, vielleicht liegt das nur an mir, aber hier oben am Sprühkopf selber riecht es etwas metallisch. Das ist jetzt nicht so unbedingt meins, aber probieren wir mal den Duft selbst. Der Sprüher ist schon mal nicht schlecht, kommt eine ordentliche Ladung raus, aber nicht zu viel. Ich blende euch natürlich wie immer die Inhaltsstoffe bzw. die Duftpyramide ein. Und ich muss euch sagen, am Anfang riecht dieser Duft Bentley for Men Intense etwas säuerlich, aber der verfliegt ganz schnell der erste Eindruck. Und was dann kommt, ist ein boozy Cocktailmix aus etwas Süße. Ich bin mir unsicher, ob da Tonkabohne drin ist oder nicht. Aber dann, es ist gepaart mit Rum. Ihr habt eine wunderbare Rumnote. Dann kommt im Hintergrund langsam das Leder raus, und so ist dieser Duft. Ihr bekommt hier einen qualitativ sehr hochwertigen Duft für einen geringen Preis. Ich glaube, der liegt aktuell bei um die 30 Euro, und da macht ihr nichts falsch. Wir haben hier 100 Milliliter, und wenn ihr euch diesen Duft gönnt, dann stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem Luxuswagen, ihr werdet vielleicht sogar gefahren, tragt eine legere Lederjacke oder vielleicht einen Anzug, habt gleich eine
wichtige Präsentation und ihr wollt nicht einfach in der Masse untergehen, nein, mit diesem Duft tragt ihr ein Parfüm und setzt ein Statement. Ihr betretet den Raum, lauft zum Rednerpult und alle werden sich denken, wer oder was ist das? Und der Duft signalisiert den anderen, Achtung, hier bin ich. Und ich habe jetzt das Sagen und ich sage euch, wo es lang geht. Ihr habt, es ist, also weniger ist auch hier mehr. Ich sage, ihr habt eine herrliche Performance. Ach, was soll ich sagen? 2, 3 Sprühstöße reichen völlig aus. Eine sehr gute Performance, eine gute Silage, also der Duft wird nicht nur von euch, definitiv auch von anderen wahrgenommen und eine Haltbarkeit. Ihr tragt diesen Duft. Meeting ist 15 Uhr, ihr tragt diesen Duft 14 Uhr auf. Am nächsten Morgen habt ihr immer noch was davon. Und ich sage euch, der Duft ändert sich kaum. Ihr tragt ihn auf und ihr riecht nach 6 Stunden noch genauso wie vor, wie nach 1 Stunde, nachdem ihr den aufgetragen habt. 1A. Der gefällt mir sehr, sehr gut und den werde ich auch die nächsten Wochen und Monate immer wieder mal tragen. Das heißt, ihr werdet diesen auch in meinen Düfte der Woche Parfüms des Öfteren sehen. Und ich denke mir, wenn ich den trage, werde ich doch das ein oder andere Kompliment bekommen. Aber ich trage es ja nicht für andere. Ich trage den Duft für mich, weil mir der Duft gefällt. Und dafür, dass es ein Blindkauf war, gefällt er mir recht gut. Und ich bin froh, dass ich den Tausch eingegangen bin. Denn er hat was Männliches, er hat was, ja, etwas leicht Feminines durch die süßliche Note von dem Rum, aber auch wieder etwas Maskulines durch das Leder. Und wie gesagt, er projiziert, er provoziert und er performt wirklich super. Und die Haltbarkeit, was soll ich sagen, ist halt, wie ich es gerade beschrieben habe, sehr, sehr gut. Ach, 9, 10, 12, 14, 16 Stunden nehmt ihr diesen Duft nochmal. Also, was soll ich noch weiter sagen? Bentley for Men Intense, damit macht ihr nichts falsch. Gönnt euch diesen Duft. Diesen könnt ihr wirklich blind kaufen. Ich würde gern von euch wissen, kennt ihr den Duft? Tragt ihr den Duft? Nennt ihr den Duft euer eigen in eurer Sammlung? Das würde mich mal interessieren. Und habt ihr vielleicht noch eine von den Flankern da? Zum Vergleich, es gibt ja noch eine Extrem, glaube ich, Version oder irgend so eine andere Version mit einem dunklen Flakon. Würde mich auch mal interessieren. Aber hier fahrt ihr wirklich richtig. Keine Probleme, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Besorgt euch Bentley for Men Intense. Ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer mich bei euch fürs Einschalten zu bedanken. Ich freue mich natürlich auch wieder, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Bleibt mir gewohnt, gewogen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Beste Grüße, euer TK.